Hallo, ich liebe Shisha-Freunde. Wir beide haben heute mal wieder einen neuen Tag für euch auf meinem Kanal, und zwar haben wir eine Amy I Need You mit Tonkopf, Kaminosubs und 3 KF101 Kohlen. Wie seit langem und schon seit Ewigkeiten. Ja, wir haben heute mal wieder einen neuen Tag für euch. Und zwar haben wir heute mal wieder was von Milano. Milano ist wieder am Stissel. Milano ist wieder da. Ich hatte bisher nur einen gehabt. Das war damals der Orange Vigor oder weiß ich, wie das Gesicht genau nennt. Wie es genau ausgesprochen wird, ist mir auch egal. Relativ. Also es ist der ich weiß gar nicht mehr, welchen M hatte ich damals, M18 oder so, kann ich euch gerade gar nicht sagen. Auf jeden Fall haben wir heute den M11 Yellow Vigor. Yellow Vigor, so sieht das Ganze aus. Auf der Dose, das ist eine schöne Milano Blechdose. Ich finde die Dosen ganz cool, das macht den Tabak, also lässt es hochwertig aussehen, aber natürlich ist es nicht unbedingt dafür geeignet, da drin zu lagern, weil diese Sachen natürlich nicht 100% dicht sind wie eine Plastikdose. Muss man dazu erwähnen. Genau, was ist M11 Yellow Vigor? Birne, Minze. Habe ich herausgefunden, Birne, Minze soll das Ganze sein. Ist jetzt kein typischer Geschmack. Ich finde Birne sowieso rar auf dem Shisha-Markt. Und ich habe auch noch nicht so die ultimative Birne gefunden, von denen ich bisher geraucht habe. Und hier haben wir mal wieder einen Birntag. Mal gucken, ob er denn eine richtig geile Birne ist. Mir kratzt es unter der Nase. Kennt ihr das? Ich hasse das. Ja, wie gesagt, Yellow Vigor soll das Ganze, also Birne Minze soll das Ganze sein. Wir gucken uns einmal den Schnitt an, bevor wir mal auf den Geruch kommen. Ich habe es mal hier auf den Teller gemacht, weil das wäre jetzt da in diesem Beutelchen drin. Wir sehen ja vielleicht ein bisschen Schnitt, sind mittel, also feine Dinger dabei, ein bisschen mittel, so grobe Stücke bei. Also es ist alles so bunt gemischt, aber es ist mehr fein. Kann man schön mitbauen, weil wenn man sich das hier so anguckt, ich habe das mal ein bisschen auseinandergefriemelt, sieht das einfach aus, als wären hier so ein Riesenstückchen drin. Und denn sehr das komisch aus, deswegen habe ich es mal auf den Teller gemacht. Also Yellow Vigor, Birne Minze. Was du rausriechst, wenn man jetzt sich so richtig drauf konzentriert, finde ich, ist so eine leicht saure Note, wie fast von einem Apfeltabak. Du hast so eine leicht saure Note, die auch, also es gibt ja auch Birnen, die so vielleicht leicht sauer sind. Ich habe immer nur süße Birnen gegessen, ich will mal Apfel sagen, süße Birnen gegessen. Aber es kommt so eine leicht saure Note mit, die so an den Apfel erinnert. Minze, finde ich, jetzt riecht man nicht raus, aber es riecht sehr, sehr fruchtig, also sehr, sehr schön nach Obst und richtig angenehm vom Geruch. Sag ich, also übertrieben vom Geruch, übertrieben stark, aber es ist nicht so penetrant, dass man sagt, au, mir brennen die Augen weg, au, mir brennen die Augen weg, aua, mir brennen die Augen weg oder aua, meine Nase ist kaputt. Es ist so schön, ein schöner, fruchtiger Geruch. Finde ich nicht schlecht bisher. Schauen wir nochmal, das Ganze raucht und wie das Ganze schmeckt. Übrigens, Freunde, übrigens, ja, schreibt mir manchmal im Video so, wenn ich mit der Amy I Need You rauche, ey, warum hast du so einen hohen Wasserstand? Ich habe den Wasserstand hier. Da sagen einige, das ist ganz schön hoch. Manche haben ihn vielleicht nur hier. Das liegt daran, wenn ich mit Diffusor rauche, dann brauche ich einfach einen Schluck mehr Wasser. Der Durchzug ist mir sonst zu leicht. Und deswegen habe ich immer einen Schluck mehr drin, wenn ich mit Diffusor rauche. Manchmal mache ich es auch ohne, wenn ich ohne Diffusor rauche. Aber wenn ich mit Diffusor mache, habe ich immer über diesem einen Strich hier da, über diese gesprenkelten Punkte, die da so sind. Sieht vielleicht manchmal falsch aus, dass es aussieht, als wäre bis hier das Wasser. Also bis hier oben, wo der Knick ist. Nein, das ist es nicht. Es ist noch ein Stück drunter. Aber man kann immer noch angenehm ziehen. Also kommen wir mal zum Rauch und zum Geschmack vom Yellow Vigor. Ich weiß, dass Vigor falsch ausgesprochen würde, aber ich könnte mir da nichts anderes drauf reimen. Yellow, keine Ahnung, rauchen wir mal. Rauchen tut das Ganze sehr, sehr gut, aber gar nicht so dicht, wenn ich immer in die Kamera schaue. Ich schaue mal in den Bildschirm. Falls ihr euch wundert, warum ziehe ich und gucke dann im Moment dahin, weil ich da einen Bildschirm habe und dann damit hingucke, wie der Rauch so ist. Oh, doch, geht schon. Also vom Rauch ist er wirklich gut. Er raucht wirklich wie die Hölle. Gefällt mir. Vom Geschmack hast du wieder diesen leicht sauren Ton. Den behältst du so auch auf der Zunge so leicht, finde ich. Und dazu kommt eine angenehme, fast süße durch. Irgend sowas richtig Angenehmes, das könnte diese Birnennote sein. Also es schmeckt sehr, sehr fruchtig, sehr schön obstlastig. Aber jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, das ist genau eine Birne. Es kommt diese leichte Apfelsaure durch. Ich
Ich habe schon mal von einem anderen Hersteller einen Apfel- und einen Birntabak vorgestellt und habe ich auch gesagt, der Birntabak schmeckt fast wie der Apfeltabak. Das kann jetzt hier genauso sein, dass es einfach wie Apfel schmeckt, wenn man sich am Apfel sehr orientieren kann, weil Apfel und Birne von der Farbe gleich, vom Aussehen nicht vielleicht, also von der Form nicht ganz. Aber ich finde, dass es so leicht in die Apfelrichtung geht, was halt auch nicht schlimm ist, weil halt eine Birne manchmal auch wie ein Apfel schmeckt. Jetzt sagen viele, nee, ist nicht so, aber es gibt auch saure Birnen, bin ich mir ganz sicher. Also man erhält so eine leichte saure Note im Mund und es ist mega entspannt zu rauchen. Dazu kommt so eine leichte Minznote dazu geschwungen, die auch sehr, sehr angenehm ist. Also es ist nicht so eine übertriebene Minze, dass ich hier gleich umkippe. Oder die einfach übertrieben frische. Ich finde hier ist fast gar keine, naja, fast gar nicht, würde ich nicht sagen, sondern eher eine leichte Frische drin ist. Eine leichte Minze. Ich wollte schon wieder Minze sagen. Es nervt einfach. Eine leichte Minze drin ist. Also eine leichte Frische hat man vielleicht, aber nicht unbedingt. Also man könnte sie sich erahnen, würde man mir jetzt sagen, da ist keine Minze drin, würde ich sagen, ja, da ist keine Minze drin. Aber ist eine drin. Ja? Ihr versteht, was ich ungefähr sagen will. Manchmal drücke ich mich auch ein bisschen komisch aus. Also es ist mega entspannt zu rauchen. Ihr seht ja, ich kann die hintereinander wegballern. Ich finde ihn mega gut, weil das so schön angenehm ist. Also es könnte nicht mein Lieblingstabak werden, aber es ist entspannt, ihn zu rauchen, das will ich damit sagen. Also mit dem mega gut meine ich, er ist mega entspannt zu rauchen, weil der muckt nicht, der ist nicht zu stark, er ist schön angenehm leicht so, bringt so eine leichte saure Note mit und das finde ich einfach geil an einem Tabak, wenn er so schön angenehm ist, wenn du einfach ziehen kannst und danach ist alles normal, sag ich mal. Danach ist alles normal, du hast nicht dann erstmal so ein Kratzen oder so eine, huiuiui, der Tabak ist aber ganz schön stark, so eine Note, sondern so eine richtig angenehme Obstnote hat der. Habe ich schon bei anderen Tagsorten erlebt, dass du denn so pustest aus und denkst, huiuiui, das ist aber ganz schön, ne? Aber hier ist es nicht so, ich finde den mega angenehm. Das macht doch mega Bock zu rauchen, weil wie gesagt, diese leichte saure Note hat, die legt sich so ein bisschen im Mund ab, das ist geil, das gefällt mir. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, sage ich mal. Wie gesagt, Birne im entferntesten Jahr, mehr so vielleicht apfelmäßig, aber das kann halt, das habe ich euch alles erklärt, Freunde, das habe ich euch alles erklärt, da über die Minute seid ihr schon längst drüber. Kosten du das Ganze 16,95 € für 200 Gramm, kommt wie gesagt in dieser Metalldose, ich würde es nicht unbedingt drin lagern, ich würde es umzippen oder ihr nehmt einfach die Tüte, die hier drin ist und haut ihn in einen großen Zipper rein, geht ja auch, ihr müsst das nicht unbedingt da rausfummeln. Ja, vom Preis okay, sage ich. Wie gesagt, ist noch ein Preis, der annehmbar ist, 17, 18 Euro, sage ich, ist noch okay. Also finde ich jetzt vom Preis okay, ist ja auch eine Metalldose, also sieht auch schick aus, kann man auch, wie gesagt, für was anderes verwenden, sehen ja natürlich da oben Gas mit dem fetten Milano-Logo. Und ansonsten, Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, checkt uns in der Beschreibung, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, liebe Shisha-Freunde, ich wünsche guten Rauch. Ja, da kann man ja mal ein, zwei Ringe rum. Aus Spaß kann man es ja mal probieren. Ich erinnere an den einen Kommentar, der geschrieben hat, wenn du keine Ringe kannst, dann probier es auch nicht. Man fliegt ja auch vom Himmel und kann Ringe. Normal.